Verhütung schützt vor Schaden nicht. Das weiß in diesen Tagen nicht nur der Papst. In Deutschland wird die gemeine Gemüsegurke von jetzt an ganz anders eingetütet. Das Darmbakterium EHEC, kurz für EHEC, sorgt nach der verheerenden Grippe der Schweine und des Dioptrien-Skandals für eher schlechte Aussichten im Gesundheitsbereich. Die Politik übt sich in einem Salat der Kompetenzen. Auf den norddeutschen Intensivstationen ist die Kacke sprichwörtlich am Dampfen. Der hochgelobte Föderalismus ging in die Hose. Jetzt diktiert der Staat wieder Sterilität. In Deutschland sprießt die Angst. Menschen sterben an guter Ernährung, der Markt von Rohkostprodukten erodiert. Eltern lassen ihre Sprösslinge nicht mehr vor die Haustür. Experten und Hygienepäpste suchen fieberhaft nach der Quelle des Bakterienlebens. Aus diesem Grund hält Ilse Aigner Nahrung aus Eigenanbau für am geeignetsten. In ganz Deutschland werden Quarantänezelte für Rinder aufgebaut. In Rheinland-Pfalz bereitet sich Darmstadt auf die bevorstehende Evakuierung vor. Der Keim im Keim muss im Keim erstickt werden. Doch damit nicht genug. Die Kuh macht Mu, der Bauer macht seinen Laden zu. Niemand weiß das besser als der Deutsche Bundestag in diesen Zeiten. Wer Atom sagt, muss auch Bio, ja fast schon Terror sagen. Die Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. Im Verdacht steht hierbei die profitgeile Fleischindustrie mit ihren rücksichtslosen Methoden. Frei nach dem Motto, wer EHEC sät, wird Kot lett ernten. Dabei sind die es doch, die Rinderdärme als Verpackung benutzen. Ruf mich an. Die neue Hotline des Verbraucherschutzministeriums macht's möglich. 0190 und 00 WC-Reiniger gegen Sprühschiss. Reife Frauen ab 50 erwarten dich. Das sind die mit dem roten Stuhl, garantiert ohne Hintertürchen. Um das weibliche Geschlecht ist es bei diesem Thema nicht so gut bestimmt, denn gerade dort kann Erreger EHEC mal so richtig auf die Kacke hauen. Da bekommt Krankfeiern doch gleich eine ganz andere Dimension. Das Thema Emanzipation ist hiermit gegessen, Frauen kehren unverzüglich zurück an den Infektionsherd. Krank sein muss sich wieder lohnen. Nach EHEC-Vorfall ist nun auch Guido Westerwelle als Parteichef der FDP ausgeschieden. Einen Wermutsmagentropfen gibt es dann allerdings doch noch. Der freie Markt hat entschieden, 18.000 Euro für eine sofortige Behandlung, den Virus zu bekämpfen. Für alle Nichtwähler, die kein Geld scheißen, hilft da nur eins: Hygiene. Sparen Sie nicht am falschen Ende, gib eher keine Chance. Wir als vorbildliche Vergangenheitsbewältiger wissen doch ganz genau: Nur ein gesunder Deutscher ist ein guter Deutscher. Essen gefährdet Ihre Gesundheit. Die Lösung? Ganz einfach. Die Religion macht es vor. Fastenzeit ist ab nun erregerfreie Zeit. Die Menschheit bleibt gesund und die Kirchen füllen sich wieder. Damit ist vorerst jedem geholfen. Und unserer Wirtschaft? Der geht's blendend. EHEC, endlich wieder ein Produkt mit Exportpotenzial. 35 Tote sind erst der Anfang. Wir sollten allerdings aufpassen, dass sich der Erreger nicht über die Grenzen Europas verteilt. Nur so ist garantiert, dass in anderen Teilen der Welt unnötig Menschen sterben.